Wow! Ich bin sprachlos! Und ich möchte zuallererst sagen, heute sprich ich zu euch nicht als der Zentralbetriebsratsvorsitzende von der KABEC. Heute sprich ich als Teil einer Protestbewegung, die bereits am 10. November 2021 gestartet hat, österreichweit, wo Reinigungskräfte, Betriebsräte sämtlicher Berufsgruppen, RTs, Gesundheitsberufe, Mediziner, Handwerker aus allen Gesundheits- und Langpflegeeinrichtungen für ein besseres, nachhaltiges Gesundheitssystem demonstrieren. Und heute... Und heute ist der vorläufige erste Höhepunkt mit dieser Großdemo. Und wir, wie so oft in Kärnten, sind die Ersten, die die Demo veranstalten. Heute haben wir viele erste Male. Erstmalig, schaut's da rauf. Erstmalig ist das Who is Who der Arbeitnehmervertretung vereint. Auch die Bundesländer vereint. Keine engen Interessen. Wir kämpfen gemeinsam, egal ob Pflege, RT, wir sind alle eine Berufsgruppe heute. Vor allem die Merkidos, ein Beispiel, möchte ich auch bedanken. Wir haben heute, und da wird man wirklich im Vorfeld, mit zwei Damen gesprochen, die zwei, glaube ich, ältesten Demo-Teilnehmerinnen heute. Die möchte ich gesondert begrüßen. Und zwar die Frau Friesen-Gertrude mit dem Rollstuhl da mit 87 Jahren. Herzlich willkommen! Und mit 90 Jahren angereist aus Villach, die Frau Galatz Johanna. Danke, dass Sie da sind! Ich möchte die Chance auch nutzen, weil wirklich erstmalig, wir haben heute viele erste Male. Der Arbeiterkammerpräsident ist da, danke Günter Hohr für die Unterstützung, an der Ärztekammer für die Unterstützung, kräftigen Applaus! Ich darf euch heute durch diese Stunde begleiten und das Schöne ist, wir werden einige Reden von den Kämpferinnen und Kämpfern aller Gewerkschaften und Betroffene werden genauso Wortmeldungen abgeben, was sie sich erwarten, weil wie so schön, wie sagt man so schön, klatschen ist zu wenig. Und wisst, dass das Schönste ist, wäret ihr heute nicht hier, hätte die Regierung nicht heute um 9 Uhr in der Früh plötzlich eine PK gemacht mit einer Pflegereform, die sie angekündigt haben. Ohne euch wärt ihr heute nicht hier. Und wir werden auch im Rahmen der Stunde einmal auf ein paar Punkte eingehen. Weil angekündigt wurde in den letzten Jahrzehnten viel. Jetzt mal schauen, was auch durchgesetzt wird. Möchte ich in den Rahmen auch bei Matakustics bedanken, die uns musikalisch begleiten werden. Sie haben auch ein Highlight für uns am Ende, das gehen wir später drauf ein. Und das Wichtigste, wir etwas angekündigt. Wir werden so laut sein, dass Sie uns bis nach Wien hören können. Sagt mal, dass es geht, sag mal laut! Die
Ich bin Salon, was so aus wie Pardon. Dann schau ich an, was mein Lichter spannt. Es ist mir gar nicht allein.